Anderthalb Jahre nach der tagelangen Blockade des Suezkanals in Ägypten ist dort wieder ein Frachter stecken geblieben. Der rund 250 Meter lange Tanker Affinity 5 sei am Mittwoch wegen eines technischen Defekts am Ruder auf Grund gelaufen, so die Suezkanalbehörde. Schlepperbooten sei es gelungen, das Schiff wieder flott zu machen. Nach Angaben eines Behördensprechers blockierte der Tanker den Kanal rund 5 Stunden lang.